Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Gedichterstattung von Helge Thun. Ich bin nicht Helge Thun, klar, ich bin Desimo, aber Helge hat gemeint, es würde super passen, denn ich stehe hier erstens am verwunschenen Baum der Welfen. Viel Spaß beim Suchen, vielleicht finden Sie ihn ja. Und zweitens meint Helge, ich bin ja Veranstalter und deswegen prädestiniert für dieses Gedicht. Ist natürlich Quatsch, weil ich bin Kleinkunstveranstalter und das Thema ist viel, viel größer. Ich lese mal vor. Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen. In Hannover gab es ein ganz famoses Rockkonzert von Guns N' Roses. Ich sage Ihnen, wann's N' Roses verpassen konnten. Gestern Nacht. Kurz nach 7, kurz vor 8, hat Guns N' Roses Krach gemacht. In der Arena Heinz von Heiden. Mochte man nun eins von beiden Liedern oder keins von Leiden? Ganz egal. Der Aufenthalt war auf jeden Fall sehr laut und kalt. Die Band war schon ergraut und alt. Die sahen kaum noch lebendig aus. Und ein Mann sagte gerade heraus, nennen wir ihn hier mal Klaus, ich meine, hat er mir erzählt und schaute dabei leicht gequält, mir hat Wind of Change gefehlt. Und hier noch der Nachklapp aus aktuellem Anlass, denn ab morgen steht das Stadion voll dem Fußball zur Verfügung. Toll, was den Fan wohl freuen soll, denn auswärts läuft's ja nicht so doll. Wirklich doll wird's für Helge auswärts. Wir werden für ihn die Heinzelmann von Heiden Arena buchen, das Stadion. Und nur falls das nicht ausverkauft ist, gehen wir ins Apollo. Also notieren Sie gerne, 31. Oktober, Helge Thun hält der Publikum im Apollo. Wir freuen uns sehr und versprechen, es wird kein Wind of Change, auch wenn der hier gerade richtig kräftig ins Mikrofon pustet. Jetzt schon mal viel Spaß. Ciao.